Mein Großvater würde dazu sagen, boah, der ist viel zu stark. Hey Leute, hier ist einmal mehr der Sa. Und heute geht es um Topinambur-Schnaps. Ich persönlich kenne eigentlich nur die Betonung Topinambur. Aber seit ich die letzten Jahre ein bisschen rumrecherchiere im Internet, höre ich eigentlich immer nur Topinambur, diese Betonung. Komisch, aber so bekommt man eben manchmal im Dialekt Wörter falsch beigebracht, ne? Naja, also Topinambur, sorry, ist ein typischer Schnaps, den es bei uns eben gibt. Und der wird auf Festen gereicht, nach dem Essen zum Beispiel, ne? So was Typisches bei uns auf dem Land. Man hat dann meistens die Auswahl zwischen zum Beispiel Kirschwasser, wobei das wird eigentlich eher weniger getrunken, zumindest in meinem persönlichen Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Dann gibt es aber sehr oft Mirabellenschnaps. Williams gibt es fast immer. Also von der Williams-Christbirne. Und eben der Topinambur oder Topi genannt. Der ist eigentlich fast immer dabei. Ne? Und dann gibt es in Stärken von 40% bis 45%. 38% habe ich jetzt noch nicht gehört oder 37,5%. Meistens ist es 40%. Hier haben wir jetzt 45% vom Mühlenhof der Familie Moser. Das ist ein sehr guter Topinambur-Schnaps. Und dann gibt es manchmal noch zwischendrin so 42 oder 43%, aber meistens sind es 40. Ja, und das Zeug schmeckt eigentlich ganz gut. Wobei ich als Kind mir mal damit ein bisschen den Überdruss gegeben habe, denn das war einer meiner ersten Obstler, den ich getrunken habe. Mit 15 oder 16 war ich da. Und ich habe so viel von dem Zeug getrunken, mit einem Kumpel zusammen, nachts, weil das das Einzige war, das er alkoholisch ergattern konnte, vom Schrank seiner Mutter. Und dann habe ich davon so viel getrunken, dass ich erstens stockbesoffen war und zweitens am nächsten Tag morgens noch diesen Geschmack im Mund hatte von dem Topinambur. Und also ich konnte wirklich jahrelang das Zeug dann nicht mehr trinken. Heute jedoch, wo ich mich ein bisschen wieder auf die Wurzeln von mir zurückbesinne und ländliches und althergebrachtes, traditionelles wieder ein bisschen mehr beachte, finde ich das wirklich eine tolle Sache, dass überhaupt diese Knolle bei uns angebaut wird. Ist ja nicht in ganz Deutschland der Fall. Zweitens, dass es so ein reiner Naturgeschmack eigentlich ist, weil die Knolle, die schmeckt wirklich so wie das Zeug. Nur hier ist es natürlich noch viel stärker. Und ja, das ist einfach irgendwo die natürlichste Art von Schnaps, die man so noch kriegen kann, würde ich mal behaupten. Vor allem, wenn es hier noch vom Obsthof ist, wie bei der hier, bei der Flasche. Ja, und ich kann nur sagen, es schmeckt wirklich gut. Wobei ich noch dazu sagen muss, ich mag noch mehr den Blutwurz-Topinambur. Gibt es auch noch bei uns. Ist halt so eine badische Spezialität. So ein Standard-Schnaps, den es bei uns gibt. Bei uns in Baden gibt es halt hauptsächlich Obstler. Also irgendwelche Getreideschnäpse gibt es bei uns eher weniger. Sondern Früchte. Im Süden wachsen ja viele Früchte. Im Norden sind dann eher die Getreidefelder. Ganz im Norden in Schottland, also noch weiter im Norden als bei uns, da wird dann natürlich sogar der Whisky dann hergestellt. Aber bei uns im Süden, da wachsen die Früchte gut, da ist es schön warm. Und da haben wir dann viele Äpfel, Kirschen, Beeren, also Himbeergeist, Brombeergeist, was es da alles gibt. Ne? Und eben dieser Korbblütler Topinambur. Der wächst eben im Süden auch besonders gut und hat große Erträge bei uns. Und deswegen ist er bei uns eben auch verbreitet. Ne? Ja, es riecht einfach würzig. Man sagt auch Erdäpfler bei uns. Ne? Also in manchen Gegenden ist ja der Erdapfel die Kartoffel. Bei uns ist aber der Erdapfel oder Erdäpfler. Ist dann das hier, ne, der Topinambur, diese Knolle, die mit der Kartoffel aber nicht verwandt ist. Ja, mit der Knolle gibt es ja viele Verwechslungen. Ne? Galileo zum Beispiel hat mir vor kurzem weismachen wollen, dass Zwiebel
die Zwiebel, die wir essen, ne, die Gemüsezwiebel, dass das eine Knolle ist. Ah ja, genau, Galileo. Das ist immer so tolles Niveau bei Galileo. Ne? Aber alle Leute glotzen das. Und denken noch, sie tun sich was Gutes damit. Ich finde Galileo so schlecht recherchiert, gerade wenn es um Lebensmittel geht und so weiter. Da kenne ich mich halt ein bisschen aus. Da muss ich dann immer den Kopf schütteln, was die da erzählen den Leuten. Oder wenn es überhaupt ums Kochen geht und ja. Egal, also ich wollte über diesen Schnaps hier reden. Ja, wie soll man das beschreiben? Vielleicht könnte man es am ehesten noch vergleichen mit den grünen Teilen einer Karotte. Allerdings kommt noch so ein bisschen Süße dazu. Und eine Würzigkeit, die gibt es einfach nur beim Topinambur. Kann man schlecht beschreiben. Vielleicht kann man es auch ein bisschen mit Kartoffelgeruch vergleichen, aber nur ganz entfernt. Also das ist wirklich ein ganz eigener Geruch. Das müsst ihr probiert haben. Wenn ihr nicht in die Gegend hier kommt, in den Schwarzwald oder nach Baden, dann müsst ihr halt mal im Internet schauen, wo es das gibt. Ich weiß nicht, wie das ist. Gibt es das bei euch in den Läden im Norden? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn ich euch etwas frage, was ihr in die Kommentare schreiben könnt, dann meine ich das immer ernst. Ich bin nicht so ein Typ, der bloß will, dass seine Videos weiter oben erscheinen. Ja. Also man riecht einfach, es ist ein sehr reiner Geruch ohne Fehlaromen. Ich habe auch schon andere Topis gehabt. Die waren nicht so einwandfrei, aber der hier ist wirklich sehr gut. Vom Mühlenhof in Ottersweier. Von denen habe ich auch den Blutwurz-Topinambur. Der ist noch besser, meiner Meinung nach. Allerdings ist der auch noch ein bisschen mit Zucker versetzt. Also der Blutwurz ist ja von Natur aus ein bisschen bitter. Da versetzen die den Blutwurz-Topinambur noch ein bisschen mit Zucker meistens. Ne? Naja. Also 45 Volumenprozent ist natürlich ein bisschen mehr. Mein Großvater würde dazu sagen, boah, der ist viel zu stark. Ich persönlich finde auch einen 40-prozentigen besser trinkbar. Aber gut. Und das, obwohl die Leute auf dem Dorf, ne, also mein Großvater zum Beispiel, obwohl die eigentlich den kurz trinken in einem Schluck, 2 Zentiliter auf einmal runter, ne? Trotzdem ist es denen dann zu stark. Ja. Aber zum Nippen ist es natürlich noch mal ein bisschen krasser, wenn das stark ist, weil man hat ja diesen starken Alkoholgeschmack dann noch mehr, noch öfter im Mund. Und man merkt dann den Alkohol noch mehr. Das ist meine Meinung. Wenn man den auf einmal runtertrinkt, dann brennt es einmal kurz. Aber gut, das ist dann den Leuten auch schon zu stark, wenn sie das nicht gewohnt sind. Was ich vorhin beschrieben habe, das schmecke ich jetzt. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es ist schon stark alkoholisch im Mund. Bei 45% ist das normal. Es hat wenig Süße. Also als ich zum Beispiel den Lörpflaumenbrand im Mund hatte, der war ein bisschen süß, ne? Obwohl da auch kein Zucker zugesetzt war. Der hier ist jetzt eher, ja. Also eben nicht süß. Okay, Leute, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Schaut mal wieder rein. Ihr könnt hier oder hier weiterschauen. Über einen Daumen hoch würde ich mich mal wieder tierisch freuen. Auch wenn ich weiß, meine meisten Abonnenten gucken erstens das Video nicht fertig. Zweitens geben sie mir keinen Daumen hoch. Gut, muss ich damit leben. Und abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ciao, Leute.